Meine Mutter ging, als ich 6 war. Mein Vater wollte keine Kinder. Meine Großmutter war krebskrank. Das war mein Leben auf St. Pauli. Einem trauernden Bibelverse zu schicken, der Herr ist dein Hirte, dir wird nichts mangeln. Da könnte ich manchmal Entschuldigung kotzen. Ja, weil das ist einfach, das ist lieblos. Am Anfang hat der, hat das super geklappt. Den ersten Monat habe ich nur Geld gewonnen. Ne? Irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, wieso gehst du noch arbeiten? Hier ist ERF Yes. Willkommen im Talkwerk. Schön, dass ihr dabei seid und ich freue mich über meine 3 Gäste. Heute sind wir eine Männerrunde. Männer haben auch was zu sagen in diesem Land und heute verzichten wir mal auf die Frauen. Ich glaube, nächste Runde haben wir wieder mehr Frauen auch dabei. Ich freue mich über Andreas Teichrib. Andreas ist verheiratet, hat 2 Kinder. Von Beruf ist er Walzer. Was macht denn ein Walzer? Nicht tanzen. Nee, wir Walzenformgeber, wir haben Alufelgen hergestellt für die Automobilbranche. Okay. Und ich habe 4 Kinder. 4 Kinder? Ja. Warum stehen denn hier 2? Habe ich ja 2 unterschlagen. 4 Kinder, noch besser. Jahrelang, das war nicht so gut, hast du mit Spielsucht zu kämpfen gehabt, an Automaten gezockt. Das Ganze ging auch auf Kosten seiner Familie. Sonntags in der Kirche war aber dann alles wieder so, als wäre alles ganz normal. Genau. Ne? Da war das Bild immer zu wahren. Das Bild war zu wahren. Schön, dass du heute da bist und dass du uns offen erzählst von dieser Zeit. Daneben Stefan Bitzer. Stefan ist Theologe, hat auch als Pastor gearbeitet, ist aber mehr, er sagt selber, freischaffender Künstler zurzeit. Als Trauredner, als Trauerredner unterwegs, begleitet auch Menschen in Trauerprozessen, hält Seminare zu dem Thema. Aber er kann auch sehr persönlich über das Thema Tod und Trauer reden. 2008 sind seine Ehefrau und sein Vater gestorben, innerhalb weniger Tage. Gar nicht so weit davor auch seine Mutter. Also innerhalb kürzester Zeit viel mit dem Thema Tod konfrontiert. Und er war plötzlich alleinerziehender Vater, auch von 4 Kindern. 4 Kinder. Da stimmt die Zahl. 4 das Kinder. Stimmt. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Und Bernd Siegelko, Gründer des Kinderhilfswerks Die Arche. Die meisten werden wissen, was die Arche ist. Wer es nicht weiß, das Ganze hat mal angefangen in Berlin-Hellersdorf mit dir. Es gibt Freizeitangebote, kostenlose Mahlzeiten, Hausaufgabenhilfe und vieles mehr für Kinder aus Familien, wo es eher schwierig ist, das selber zu leisten. Mittlerweile an 28 Standorten. Stimmt die Zahl oder noch mehr? Stimmt nicht. Wir sind mittlerweile an 30 Standorten. 30 sind es. Und eröffnen noch 2 in Deutschland, in diesem Jahr wahrscheinlich. Ja, man kommt kaum hinterher. Cool. Stimmt. In der Schweiz und in Polen auch noch. Schon welche. Und sein Credo ist, der Schlüssel zum Herzen eines Kindes sind Liebe und Beziehung. Genau. Und lass uns über Kinder reden. Und ich finde, wir müssen ganz besonders über Kinder reden in diesen Zeiten. Erst Corona, dann jetzt steigende Inflation. Alles wird teurer. Wie geht es den Kindern und den Familien, mit denen du so arbeitest im Moment? Also wenn man so das Gesamtbild in Deutschland sieht, dann rücken Kinder immer weiter aus dem Fokus, hat man das Gefühl. Die Kinder, mit denen ich arbeite, das sind ja nicht nur 2 oder 3, sondern mittlerweile 10.000, 15.000 in ganz Deutschland. Denen geht es immer schlechter, weil die waren vor Corona schon abgehängt und haben das gewusst. Und nach Corona sind sie noch weiter abgehängt. Wir haben heute Kinder teilweise in den Schulen, die waren 2020 besser, als sie heute sind, kommen gar nicht mehr mit. Und wir haben ein erhöhtes Gewaltpotenzial an den Schulen. Wir haben immer mehr Kinder, die mobben. Wir haben immer mehr Kinder, die wissen schon in der 4., 5. Klasse, aus mir wird nichts. Und so ist auch ihre Zukunftsperspektive. Und dadurch haben wir natürlich immer mehr zu tun. Was macht das mit dir, der du schon so lange mit solchen Kindern, mit solchen Familien arbeitest, zu sehen? Eigentlich wird es gerade gar nicht besser, sondern es wird alles noch schlechter. Ich kann mir vorstellen, ich wäre an deiner Stelle mega frustriert. Naja, eigentlich bin ich ja Pastor und sollte ja eigentlich immer optimistisch sein. Ich bin pessimistisch, was die Zukunft betrifft. Das bin ich aber schon seit vielen Jahren. Es hat sich vieles bewahrheitet von dem, was wir gesagt haben und gesehen haben. Wir haben Security an den Schulen. Wir haben verwahrloste Kinder in Deutschland. Wir haben Kinder, die sterben. Wir haben Kinder, die sind hungrig, die gehen hungrig in die Schule. Wir haben einen immer schlechteren Bildungsstand. Das macht mich wütend. Ich sage das auch ganz offen in der Politik. Ich habe jetzt auch einige Parteien beraten. Aber unterm Strich kommt da nichts raus. Da arbeitet man an Papier für eine Gesetzesgrundlage. Das wandert dann in die Schublade, um sein Gewissen zu beruhigen, habe ich das Gefühl. Das bedeutet für uns natürlich gerade dieses Thema Liebe und Beziehung. Dieser moralische Beistand ist wichtiger als das Programm, was wir zu bieten haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir langfristig in Kinder investieren, weil sie sind nicht die Zukunft der Gesellschaft, sondern sie sind die Gegenwart. Und darauf muss ich meinen Fokus legen. Das heißt, ich muss heute investieren. Und wenn ich es wirtschaftlich sehe, habe ich dann vielleicht auch eine Zukunft. Aber Kinder sind das höchste Gut, was wir haben. Deswegen müssen wir viel tun. Dann nützt meine Wut nichts gegen Politik und alles möglich, sondern dann hilft mir mehr der Antrieb. Ich muss etwas tun, damit es den Kindern besser geht.
Was würde Politik tun, wenn es nach dir ginge? Also Politik würde als erstes mehr Menschen einsetzen für Menschen. Wir haben heute das Problem, wir haben gerade in den Ballungsgebieten, wo wir ja hauptsächlich sind, in den Schulen ein Lehrer, keine unterstützende Person. Und die Bildung unserer Kinder ist nicht nur abhängig vom Einkommen der Eltern, sondern häufig auch vom Förderverein der Schule. Und im Brennpunkt gibt es diesen Förderverein nicht. Das heißt, der Lehrer ist die eierlegende Wollmilchsau und muss es schaffen, jedem Kind gerecht zu werden und den Eltern gerecht zu werden und dem Lehrsystem gerecht zu werden. Das schafft er aber nicht. Das heißt, er orientiert sich am mittleren Durchschnitt. Schwache und starke Schüler bleiben damit auf der Strecke. Und diese Kinder müssen gestärkt werden. Ich würde zuerst Vertrauenspersonen an den Schulen einsetzen und nicht nur Schulsozialarbeiter. Wir haben in Berlin Schulen, die haben 1000 Kinder, aber nur 2 Schulsozialarbeiter. Das reicht also gar nicht aus. Wir brauchen Menschen an den Schulen, die die Kinder kennen, die zu den Kindern und die Kinder das Vertrauen zu diesen Menschen haben, die den Kindern helfen in allen Instanzen. Wenn ein neues Kind oder ein neuer Mitarbeiter in unsere Einrichtung kommt, egal wo, stellen alle Kinder ihm die gleiche Frage. Wie lange bleibst du? Das ist schön, wenn sie diese Frage stellen. Auf der anderen Seite aber auch erschreckend, weil ihnen fehlen die kontinuierlichen Ansprechpartner. In Berlin-Brandenburg haben wir Grundschule bis zur 6. Klasse. Nach 3 Jahren wird der Lehrer ausgetauscht. Warum? In anderen Bundesländern nach 2 Jahren. Warum? Warum bleiben die Lehrer nicht konstant bei den Kindern? Okay, da wo Flachzangen sind und die nicht mit den Kindern umgehen können, da sollte man das auch wirklich wechseln. Aber im Grunde ist es doch so, dass Kinder brauchen Menschen an ihrer Seite. Und da nicht Programme und gute Systeme. Natürlich brauchen wir ein Schulsystem, das sich am Kind orientiert und nicht umgekehrt, so wie es heute noch ist. Das würde den Kindern helfen. Jetzt habe ich das Gefühl, wir verstehen als Gesellschaft oft einander auch nicht mehr so richtig. Ich bin so ein Mittelklasse-Mensch. Ich habe das Gefühl, ich habe überhaupt gar keine Vorstellung davon, wie es möglicherweise Familien, mit denen du so arbeitest in Berlin-Hellersdorf, wie es denen so geht, wie deren Familienleben aussieht. Nimm uns mal so gedanklich an der Hand. Mal, vielleicht hast du ein Beispiel von einer Familie, wie es denen so geht, wie ihr Alltag im Moment aussieht, was die beschäftigt und bewegt. Also wir haben immer mehr, was die Menschen bewegt. Vor Corona hatten wir Menschen, die perspektivlos waren. Wir haben ganz viele alleinerziehende Mütter, die sich 70 Mal im Jahr bewerben müssen, vom Jobcenter den Auftrag bekommen. Sie gehen zum Arbeitgeber, bewerben sich und sie bekommen immer die gleiche Frage gestellt. Du bist alleinerziehende Mutter von Grundschulkindern, was machst du, wenn die Kinder krank sind? Dann sagt sie, muss ich zu Hause bleiben. Dann kriegt sie keinen Job. Und dann fehlt ihr nicht Geld, sondern Perspektive und Würde. Und wer vermittelt in unserer Gesellschaft Perspektive und Würde? Also kauft sie sich, weil sie ja nichts hat, womit sie sich identifiziert, einen großen Fernseher. Und alle sagen, oh, Sozialhilfeempfänger, großer Fernseher. Warum? Sie identifiziert sich mit dem, was sie hat. Also wird das Geld, das sie bekommt am Anfang des Monats, auch relativ schnell ausgegeben, weil es das Highlight ist. Und wenn sie für sich die Perspektive aufgegeben hat, gibt sie die Perspektive für ihre Kinder auch auf. Sie hat also nichts mehr zu vermitteln. Dann kommt Corona, die größte Isolation, die in Deutschland jemals stattgefunden hat. Kein Beistand von Ämtern oder sonst was. 14 Tage lang beim ersten Lockdown ist unser gesamtes Hilfesystem zusammengebrochen und diese Menschen waren vollkommen alleine. Wir waren die einzige Organisation in Berlin, die jeden Tag die Leute zu Hause besucht hat, Lebensmittel gebracht hat, moralisch unterstützt hat. Natürlich mit Maske. Aber auf der anderen Seite waren da Menschen, die waren völlig verzweifelt, die keine Ansprechpartner mehr hatten, auch wenn sie Jugendhilfe gebraucht haben. Dann kommt der Krieg, immer mehr Menschen in unser Land aus der Ukraine, die dringend Unterstützung brauchen. Sie werden reingelassen, so wie viele andere Flüchtlinge, und werden bei den Hilfsorganisationen abgestellt, weil man kein Konzept hat, wie man ihnen begegnen kann. Diese Leute kommen noch zu uns, ja, dann sind da Frauen, die sind traumatisiert, die sitzen den ganzen Tag am Handy, versuchen ihre Männer in der Ukraine zu erreichen und wenn sie Glück haben, ist der Akku gerade leer und wenn sie Pech haben, ist der Mann gerade erschossen. Und da erleben wir ganz viele frustrierte Menschen, traumatisierte Menschen, die man nicht einfach in irgendwelchen Heimen und Wohnungen parken kann, sondern die man auch moralisch unterstützen muss. Und dann kommt das größte Problem, was wir im Moment haben, das ist diese unwahrscheinliche Teuerung, die Lebensmittelpreise, die man kaum noch bezahlen kann und viele Eltern, die heute auf Lebensmittel verzichten für sich selber, damit ihre Kinder wenigstens gefrühstückt in die Schule gehen können oder damit die Kinder ruhig sind, ihnen eine Tüte Chips kaufen. Das ist unser Alltag. Ja, da spielt dann nicht die Frage eine Rolle, was ist eigentlich gesund, sondern was kann ich bezahlen? Naja, unser Landwirtschaftsminister Özdemir fordert ja, dass die sozial benachteiligten Menschen sich gesund ernähren. Völlig bekloppt, die können sich nicht mal ungesund ernähren, weil sie sich das gar nicht leisten können. Deswegen meine Forderung, wir brauchen eine Preisbremse auf Grundnahrungsmittel, damit die Preise nicht noch weiter steigen, denn sie hören ja scheinbar nicht auf zu steigen. Jetzt seid ihr ja beide auch Familienväter, beide 4 Kinder. Merkt ihr das eigentlich auch mit dieser Teuerung? Hat das Einfluss auf euer Familienleben?
Na, du merkst beim Einkaufen natürlich, dass es viel teurer wird. Ja, ich bin im Moment in der glücklichen Lage, dass wir uns das noch leisten können. Von meinen 4 Kindern sind nur noch 2 zu Hause. Von dem her ist es auch nochmal ein bisschen entspannter. Aber im Vergleich zu früher, da schluckst du schon dreimal, wenn du in einer Kasse stehst und denkst, hoppla. Ja, gar keine Frage. Und ich hab's, also ich kriege immer die Einblicke bei uns in der Tafel, fahre da regelmäßig vorbei. Und ich denke, mein lieber Schwan, also wie gut geht's mir? Wie reich gesegnet bin ich? Wir hatten nie viel Geld, früher nicht und auch die letzten Jahre nicht. Das ist das erste Mal, dass ich sage, ich habe ein bisschen mehr Geld auf dem Konto, dass es am Ende des Monats nicht nur eine schwarze Null wird. Und ich möchte gerne davon weitergeben. Und wenn ich dann sehe, bei uns mitten im Schwabenland, derart reiche Gegend, wie viele hunderte Menschen da an der Tafel stehen, weil sie nicht wissen, wo sie ihre Lebensmittel herkriegen, da wird es mir kalt. Das ist echt nicht zu fassen. Ja, ich versuche das immer so ein bisschen zu überspielen mit so Sprüchen wie an der Kasse, wenn die 100-Euro-Marke schon überschritten ist, dann sage ich immer, bei 25 Euro hören Sie bitte auf, ne, so weiterzuziehen. Und dann guckt die Kassiererin schon ganz perplex. Aber man versucht es mit Humor irgendwie in Kauf zu nehmen, dass wirklich irgendwie diese Situation gerade da ist, dass die Menschen irgendwie sich darüber auch beschweren, mit dieser Situation umzugehen. Wie soll ich mit dem Geld umgehen, was ich nicht habe? Ne? Und der Einkaufswagen wird einfach nicht voll, ne, mit 100 Euro. Wir hatten früher mal in der Woche 50 Familien in Berlin-Hellersdorf, die Lebensmittel abgeholt haben. Jetzt machen wir es einmal im Monat als Lebensmittelausgabe, auch aufgrund der ukrainisch geflüchteten Menschen, die zu uns kommen. Wir haben mittlerweile 1000 Familien, die einmal im Monat kommen. Mhm. Die stehen von der Einrichtung bis zur Bushaltestelle, um Lebensmittel zu bekommen. Und sie stehen teilweise 2,5 Stunden, bis sie überhaupt drankommen. Mhm. Und das ist erschreckend. Das macht niemand freiwillig, der es nicht nötig hat. Mhm. Deswegen, die Situation ist schon sehr drastisch. Jetzt hast du vorhin gesagt, eigentlich als gelernter Pastor bist du dafür da, auch Hoffnung zu verbreiten. Erzähl uns mal eine Geschichte aus der Arche, die dir auch Mut macht. Da gibt es viele Geschichten, weil wir auch mittlerweile einige unserer Jugendlichen haben, die auch in der Arche arbeiten, die es geschafft haben. Aber ich erinnere mich an eine Situation, unsere Kinder nehmen uns ja auch in den Arm, weil wir sind ja die längste Zeit in ihrem Leben neben ihren Eltern, weil unsere Mitarbeiter arbeiten über viele Jahre bei uns. Und es kommt eine Gruppe von Teenagern in die Arche und jeder nimmt mich in den Arm und ich merke gar nicht, da ist noch jemand dabei, die kenne ich gar nicht, nehmen sie auch in den Arm. Und die ist 15, ihr fehlt vorne ein Schneidezahn und ihre Situation ist sehr herausfordernd. Ja. Sie muss sich um ihre Geschwister kümmern, ist nicht gut in der Schule, kriegt keine Förderung von zu Hause. An dem gleichen Tag, wo sie das erste Mal da ist, fragt sie mich um Lebensmittel, weil die Familie nichts hat. Und dann später, sie wird Christ, weil sie etwas von der Liebe Gottes erfährt. Wir bezahlen ihr den Schneidezahn. Sie hat so viel Mut, ihre Schule zu Ende zu machen, Abitur zu machen, wird dann Erzieherin. Und irgendwann hat sie der Bild-Zeitung mal ein Interview gegeben und hat gesagt, in dem Moment, wo mich dieser fremde Mann in den Arm genommen hat, wusste ich, ich werde geliebt. Mhm. Und das war der Schlüssel für sie. Und ich wusste, mir war gar nicht bewusst, dass ich sie nicht kannte. Mhm. Diese kleine Geste hat etwas in ihr ausgelöst. Und ich glaube, alles das, was wir in den Brennpunkten, wo wir sind, tun, was unsere Mitarbeiter tun, ist, die Liebe Gottes und das Licht Gottes an Orte zu bringen, wo kein Christ freiwillig hingeht. Das muss ich einfach mal so sagen, wo auch keine Kirche freiwillig hingeht. Aber das sind die Menschen, die das nehmen. Ich kann keinem Kind sagen, du musst an Gott glauben. Aber ich kann jedem Kind sagen, es gibt jemanden, der an dich glaubt. Das ist die gleiche Wahrheit, aber aus einem anderen Blickwinkel, nämlich aus ihrem. Und das gibt Hoffnung. Das ist das, was du meinst damit. Der Schlüssel ist letztlich Liebe. Es geht darum, dass Menschen sich geliebt fühlen. Definitiv. Das braucht ja jeder. Das braucht nicht nur Kinder. Der Schlüssel zum Herzen eines Menschen ist Liebe und Beziehung. Ja. Und ohne Liebe geht es einfach nicht. Das stellt man überall fest. Ja. In deiner Herkunftsfamilie war es auch nicht so ganz einfach für dich, oder? Na, ganz einfach ist ein bisschen übertrieben. Ja. Meine Mutter ging, als ich 6 war. Mein Vater wollte keine Kinder. Meine Großmutter war krebskrank. Das war mein Leben auf St. Pauli. Damals nicht in der reichen Umgebung, sondern eher auf der Straße. Bei uns gab es nicht, dass ich auf dem Schoß meiner Eltern saß und jemand zu mir gesagt hat, ich liebe dich. Also da war ich 6 und dann musste ich mich zu Hause um den Haushalt kümmern und habe eben die meiste Zeit meines Lebens auf der Straße verbracht. Aber als Kind ist man letztendlich ein Gewohnheitstier. Man nimmt es so, wie es ist. Man merkt eigentlich gar nicht, was einem fehlt. Ich stand oftmals vor der Brücke, habe runtergeguckt und gedacht, wenn ich jetzt hier runterspringe, mich wird niemand vermissen. Und ich bin einmal von zu Hause weggelaufen, da war ich vielleicht so 10 oder 11. Es ist mir keiner hinterhergelaufen, hat mich gesucht. Ich saß dann nachts um 12 auf dem Spielplatz und dachte, vielleicht kommt mal mein Vater oder meine Oma. Ich wusste, dass ich einen Arsch voll kriege, auf Deutsch gesagt, weil mein Vater war sehr hart. Aber da kam niemand.
Und ich bin dann reumütig nach Hause gegangen und habe dann keine Beachtung bekommen, ab ins Bett. Und das hat mich natürlich viele Jahre beschäftigt, weil ich dann auch irgendwann den Kontakt zu meinem Vater verloren habe. Und als er vor 6 oder 7 Jahren starb, bekam ich einen Brief vom Notar. Ich wusste, dass ich nichts erbe, aber ich dachte, ich kann in diesem Schreiben irgendwie doch ein bisschen lesen, dass wenigstens mein Vater meinen Bruder mich geliebt hat. Und ich mache das auf und dann stand da drin, ich möchte nicht, dass meine Kinder erfahren, dass ich gestorben bin. Und ich wusste, mein Vater hat uns nie geliebt. Und es war genau so, was ich immer gemerkt habe. Und ich war schon 50, als das kam. Und das war nochmal so ein Tiefschlag, muss ich wirklich sagen. Es war so ein richtiger Tiefschlag, wo du denn da sitzt und sagst, du hast in deinem Leben als Kind keine Liebe bekommen. Gut, natürlich habe ich die Liebe Gottes in meinem Leben irgendwann erfahren. Dadurch wusste ich überhaupt, was Liebe ist. Aber meine Kindheit war eher eine Katastrophe. Jetzt gab es ja damals für dich noch keine Arche, wo du hingehen konntest. Nein, gab es nicht. Was hat dir denn geholfen? Na, mein Bruder lernte die Heilsarmee auf St. Pauli kennen und ich wollte immer Musiker werden, aber wir hatten kein Geld für Musikunterricht und dann bin ich da zum Musikunterricht gegangen. Und irgendwann hat mich der Jugendpastor diese krasse Frage gestellt, weißt du eigentlich, dass es jemand gibt, der dich liebt? Der sprach von Gott, von dem hatte ich gar keine Ahnung. Aber ich wusste, das ist der Schlüssel für mein Problem. Ich brauche Liebe und habe an dem Nachmittag zum ersten Mal in meinem Leben bewusst gebetet, diese Liebe zu empfangen und habe mich entschieden, Christ zu werden und etwas für Kinder zu tun. Ich wusste nicht, was bedeutet, Christ zu werden. Also das war schon eine besondere Herausforderung, dann eben auch in meinem Umfeld als Junge von St. Pauli, der eher auf der Straße war, Schläge kannte und solche Dinge, auf einmal mit einem lieben Gott zu tun zu haben und dann irgendwann eine Uniform zu tragen, wo man auf der Straße dann auch angespuckt und ausgelacht wird. Aber ich wusste, ich will was für Kinder tun. Das habe ich dann seit meinem 16. Lebensjahr gemacht. Und viel später ist daraus die Arche geworden. Kannst du dich noch erinnern, wie es genau angefangen hat? Gab es so eine Initialzündung, wo du wusstest, so, ich muss so eine Arbeit gründen jetzt? Ich bin ja zuerst Kaufmann geworden und dann habe ich mein Theologiestudium gemacht bei der Heilsarmee mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit. Das war immer schon irgendwie mein Fokus. Dann wurde ich später Jugendevangelist und kam dann nach Berlin-Hellersdorf, um dort für eine Freikirche eine Jugendveranstaltung zu halten, weil die wollten eine Jugendkirche gründen. Die hatten aber keine Ahnung von den Kids und denen konnte man nichts predigen. Mit denen musste man eben leben. Und es war völlig perspektivlos, hoffnungslos für die Kids. Und ich war nach diesen 10 Tagen froh, nach der Evangelisation nach Hause zu fahren. Und es saß jemand auf meinem Beifahrersitz, unsichtbar, und hat gesagt, das ist der Ort, wo du arbeiten sollst, wo du hingehen sollst und in Menschen investieren. Und ich bin 1000 Kilometer zurück nach Lörrach an die Schweizer Grenze gefahren. Und es war mir klar, das ist der Ort, dorthin zu gehen, um den Menschen dort eine Perspektive zu geben, obwohl ich es nicht wollte. Und bin dann einige Monate später nach Berlin gezogen, habe alle meine Ämter aufgegeben und habe dann die Arche gegründet. Und es ist viel draus geworden. Richtig. Was wäre so ein Wunsch so für die nächsten 1-2 Jahre? Das wäre so schön, wenn wir das hinkriegen würden in Deutschland. Alle Zuschauer sind geschockt, wenn ich sage, ich möchte gerne die Arche schließen. Das ist mein größter Wunsch. Dann ist der Kampf gegen Kinderarmut gewonnen. Aber der Kampf gegen Kinderarmut ist mittlerweile ein Krieg gegen Kinderarmut geworden, weil die Kinderarmut wächst immer mehr. Es werden immer weniger Kinder in unserem Land geboren, aber es fallen immer mehr Kinder dem Armutsrisiko zugrunde. Wir müssen uns mehr bewegen. Politik muss sich mehr bewegen, um Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir müssen in Deutschland kinderfreundlicher sein. Und wir müssen auch als Kirchen ein bisschen besser hingucken, dass da, wo die Menschen sind, da muss die Kirche sein und nicht warten, dass die Menschen in die Kirche kommen. Ich habe das große Glück, zu mir kommen die Leute alle automatisch. Früher, weil die Kinder Spaß hatten und weil sie dort Anker gefunden haben. Heute, weil die Not so groß ist, dass sie kaum noch zu besiegen ist. Und ich möchte einfach Hoffnung geben. Und meine Hoffnung ist, dass viele Menschen sich anstecken lassen, auch viele Christen sich anstecken lassen und das bisschen Botschaft, was sie begriffen haben, nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selber, weitergeben an andere. Ob das meine Nachbarn sind oder ob das im Fahrstuhl ist, ein Kind anzulächeln und guten Morgen zu sagen. Und man ist nicht gleich als Mann pädophil, nur weil man ein Kind anlächelt und guten Morgen sagt. Aber da macht auch der Ton die Musik und die Stimmung. Ich muss da kein Gespräch aufzwingen. Aber das wünsche ich mir, ein kinderfreundliches Land und ein Land, das sich besinnt auf seine Werte, auf seine Moral, auf seinen Glauben. Und ich sage oft auch in der CDU, die sagen immer wieder, das Du ist wichtig. Und ich sage immer, vor dem Du steht das C. Und wenn wir das in unser Herz lassen, dann, glaube ich, können wir gesellschaftlich etwas verändern. Und dann kann auch ein Einzelner etwas verändern. Danke dir sehr. Danke, dass du hier bist. Und danke, alles Gute für den weiteren Krieg, wie du es genannt hast. Aber du kommst ja aus der Heilsarmee. Das heißt, das war ja auch schon so ein bisschen armeemäßig aufgestellt. Ja, so bin ich auch ein bisschen sowieso. Ein Kämpfer.
Stefan, kämpfen, das kennst du auch aus deinem Leben. Es gab Zeiten, da musstest du ganz schön heftig kämpfen. Mhm. Du beschäftigst dich beruflich viel mit dem Tod als Trauerredner, Notfallseelsorger, mhm. glaube ich, auch Trauerbegleitung, Seminare, die du hältst. Wie kann ein einzelner Mensch eigentlich so viel Tod und Trauer in seinem Leben ertragen? Schritt für Schritt, Stück für Stück. Also dieses ständige Beschäftigen mit dem Tod. Ich meine, das Entscheidende für mich ist immer, und das klingt zunächst mal ein bisschen albern, ich bin nicht schuld an dem Leid der anderen. Also wenn ich mit Menschen zu tun habe, die um einen Verstorbenen trauern, ich habe den nicht umgebracht. Das klingt ein bisschen makaber und ein bisschen seltsam, aber das ist für mich tatsächlich Entlastung. Also ich kann nichts für das Leid der anderen. Ich habe es nicht verursacht, ich habe es nicht verstärkt. Was ich jetzt tun kann, ist vielleicht, wenn es gut läuft, es ein bisschen leichter machen, nicht im Sinne von wegnehmen, aber den Leuten ein bisschen einen Rahmen schaffen, wo sie damit umgehen können. Und das ist meine Aufgabe. Alles andere ist nicht meine Aufgabe. Jetzt hast du selbst eine Phase im Leben gehabt, da hat dich der Tod mit voller Wucht, aber wirklich mit voller Wucht getroffen. Mhm. Erst ist deine Mutter gestorben und dann kam das Jahr 2008, gar nicht so weit danach, mhm. innerhalb weniger Tage erst deine Frau mhm. und dann dein Vater. Mhm. Erzähl uns mal, nimm uns mal ein bisschen mit rein, wie waren diese Tage, was ist da passiert? Also wir waren, ich fange nur kurz im Jahr 2007 an, oder eigentlich ging es 2005 schon los, es war alles so, meine Mutter ist 2005 gestorben, bei mir wurde ein Tumor festgestellt, den man operieren konnte, dann, es war insgesamt alles ziemlich spannend, ich war in der Zeit noch Pastor in der Gemeinde, die wir selber gegründet hatten, bin dann da gab es große Schwierigkeiten, bin da rausgeflogen, war dann arbeitslos, viertes Kind geboren, wir haben ein Jahr lang Wohnung gesucht, weil wir aus der Wohnung raus mussten. Also es war alles so durcheinander. Und in der Zeit ging es meiner Frau Andrea nicht so gut, gesundheitlich. War dann die Frage, okay, an was liegt das, was fehlt ihr? Sie hat nie gejammert, aber sie hat gemerkt, es passt nicht so richtig. Und dann von Arzt zu Arzt, ein Arzt meinte, naja, es ist kein Wunder, dass Ihnen schlecht geht, Sie haben ja auch vier Kinder. Das war so ein bisschen, sind wir wieder beim Thema irgendwie. Mhm. Und nur weil du vier Kinder hast, geht es dann nicht per se gesundheitlich schlecht. Und dann sind wir Anfang 2008 in die Uniklinik nach Tübingen damals, weil wir gesagt haben, jetzt muss mal jemand rausfinden, was los ist. Und dort haben sie tatsächlich rausgefunden, was los ist. Diagnose und zehn Tage später ist sie gestorben. Und 10 Tage später ist dann mein Vater gestorben. Das war schon absehbar, dass er stirbt, aber meine Frau hat ihn noch rechts überholt. Das heißt, eigentlich warst du damit beschäftigt, von deinem Vater Abschied zu nehmen und dann ganz plötzlich damit konfrontiert, dass du erstmal von deiner Frau Abschied nehmen musst. Ja, wobei ich in der Zeit gar nicht so bewusst Abschied genommen habe, weil ich es nicht wahrhaben wollte. Andrea rief aus dem Krankenhaus nochmal an, eines Abends sagt, kannst du kommen, ich möchte mich von dir und den Kindern verabschieden. Das war so mein Tiefpunkt, wo ich sagte, du spinnst ja wohl, was redest du da für Scheiße? Abschied, ich sag dir tschüss bis morgen, aber Abschied geht gar nicht. Und ich habe mich weder von meinen Eltern noch von meiner Frau verabschiedet, weil ich damals, ich konnte es nicht. Und als ich es dann bei meiner Frau gekonnt hätte, konnte sie nicht mehr. Also wir haben uns nicht verabschiedet. Aber das ist auch immer so, was heißt denn Abschied nehmen? Heißt es so, danke, das war schön mit dir und ich danke dir für alles. Das heißt in dem Moment auch, jetzt habe ich keine Hoffnung mehr. Das war's jetzt, also gute Reise. Und das ist ein Moment, manche können es nicht. Ich konnte es nicht. Aber es ging tatsächlich zack, zack. Kannst du noch mal kurz erklären, was mit deiner Frau los war? Was war denn da die Diagnose? Sie hatte eine sehr seltene Erkrankung, eine Amyloidose. Kennt kein Mensch, ist auch nicht so leicht zu diagnostizieren. So eine Autoimmunerkrankung in meiner laienhaften Vorstellung, wo die Antikörper falsch programmiert sind und haben sich dann als Eiweiße abgelagert auf den Organen. Konnte man nur damals, ich weiß nicht, wie es jetzt heute ist, durch eine Knochenmarkspunktion rausfinden und die machst du halt nicht einfach so. Also der Hausarzt sowieso nicht. Und als man es dann diagnostiziert hatte, war es zu spät. Genau. Hört sich für mich so an, als wärst du in der Situation eigentlich komplett überfordert gewesen von dem allen. Kriegt man das überhaupt noch alles auf die Reihe? Da sterben 2 Menschen innerhalb von 10 Tagen. Deine Frau, wo du überhaupt nicht viel Zeit hattest, dich darauf vorzubereiten? Es war schon ein bisschen freier Fall. Dazu kam noch, dass in der Zeit Gott und ich nicht so die besten Freunde waren. Also ich war so mehr auf diesem, du kannst mich mal, weil wir davor eben auch schon ziemlich viel miterlebt hatten und auch manches, was ich nicht verstanden habe. Und ich habe damals
nicht mehr gebetet und nicht mehr Bibel gelesen und so weiter, aber ich habe irgendwann so gedacht, so ich mache hier alles für dich, ich habe da immer sehr ehrlich und direkt geredet, ich reiß mir hier für dich den Arsch auf und du lässt mich so hängen. Das war damals tatsächlich richtig garstig. Und von dem her war es zusätzlich noch schwierig. Wir hatten damals schon einen großen Bekannten- und Freundeskreis, haben viele gesagt, wir beten für euch, ich sage, das könnt ihr machen, es bringt eh nichts, es wird eh bloß schlimmer. Und so war es auch. Es wurde ja jeden Tag schlimmer. Also ich hatte da auch keine Hoffnung oder keine Perspektive. Was ich hatte, und da bin ich von Herzen dankbar, ich hatte großartige Leute um mich und habe die immer noch, bei denen ich sein durfte, die mich ertragen haben. Das war manchmal auch nicht so einfach. Und die für mich da waren, die mich geliebt haben, so wie du das vorhin gesagt hast, die mich wahrgenommen haben, wo nicht die schlauen Sprüche kamen, du musst jetzt aber und bla bla bla. Und das ist für mich nachher auch wieder Motivation von dem, was ich heute tue. Für Leute da sein. Wir können es ja nicht ändern. Ja? Also wir können jetzt bei den Kindern, ihr stellt Nahrung zur Verfügung, ihr stellt Räume zur Verfügung, Schutzräume zur Verfügung etc. Schlussendlich mache ich nichts anderes. Ja? Ich stelle den Leuten einen gewissen Schutzraum zur Verfügung und sage, hier darfst du mal sein. Ja? Und das hat mir damals unglaublich gut getan. Aber bleiben wir mal bei dir. Du warst dann eigentlich, hast als Pastor gearbeitet, gab natürlich Probleme und so. Du hast wahrscheinlich ja auch schon Trauerfeiern, Beerdigungen hast du auch gehalten. Ich habe in der ganzen Zeit als Pastor keine einzige Beerdigung. Keine einzige. Das heißt, das war für dich eigentlich eine neue Situation. Hast du auf der Beisetzung deiner Frau was gesagt? Ja, war mir wichtig. Kannst du dich noch erinnern, was du gesagt hast? Wenn du ja eigentlich sagst, hier Gott... Gott und ich sind 2 Tage vor ihrem Tod wieder Freunde geworden. Das war tatsächlich beeindruckend. Ich bin damals zum Freund, der war damals Pastor einer Pfingstgemeinde und ich war böse. Also Sarkasmus konnte ich damals, kann ich auch heute. Und ich sage, du bist doch so ein super Frommer. Du hast doch den direkten Draht zu dem da nach oben. Jetzt sag mir mal, was die Scheiße hier soll. Das kann ja nicht wahr sein. Also das ist ja nicht zu fassen. Und er sagte 2 Dinge, die mich bis heute sehr beeindrucken, weil ich sehr mutig fand. Er sagt erstens, und das war mit das Tröstlichste, was ich jemals gehört hatte, Stefan, ich kenne keinen, dem es so dreckig geht wie dir. Und da habe ich gemerkt, da erkennt jemand meine Not an. Also nicht so nach dem Motto, stelle ich nicht so an und so schlimm ist doch auch nicht. Und guck doch mal die Kinder in Afrika, denen geht es viel schlimmer. Ja. Sondern er sagte, dir geht es echt dreckig? Wow. Mir fehlen die Worte. Und das Zweite, was er damals sagte, und das fand ich noch mutiger, sagt, glaubst du wirklich, dass Gottes Zusagen nicht gelten, weil du sie nicht erlebst? Ich dachte, oh, ich glaube, jedem anderen wäre ich mit Anlauf ins Gesicht. Er durfte das. Und da wusste ich, plötzlich hatte ich so den Moment, jetzt geht es nur noch rechts oder links. Jetzt muss ich mich entscheiden. Und dann habe ich vor Gott kapituliert und habe gesagt, okay, ich weiß zwar nicht, was es alles soll, weiß zwar nicht, wo du bist, ich spüre dich nicht, ich erlebe nichts von dir, aber ich möchte dir eigentlich nur vertrauen. Mach mal was. Und dann ist nichts Spektakuläres passiert. Meine Frau ist 2 Tage später trotzdem gestorben. Aber Gott hat mir so einen Frieden geschenkt, den ich wirklich spektakulär fand im Nachhinein. Die Verzweiflung war weg, die Frage nach dem Warum war weg. Und entsprechend konnte ich diese Zeit auch erleben und entsprechend war mir auch wichtig, an der Abschiedsfeier selber was zu sagen. Und ich habe gesagt, ich habe den Wortlaut noch im Ohr, wir erleben hier gerade verschiedene Wirklichkeiten. Und die eine Wirklichkeit ist so schrecklich, dass es sie nicht zu Ende denken kann. Dass Andrea nicht mehr da ist, ist für mich unfassbar. Ich weiß noch nicht, was es soll. 4 Kinder, mein Jüngster wurde am Tag, als mein Vater starb, 2. Ich weiß nicht, wie das geht. Wir hatten kein Geld. Ich hätte die Beerdigung nicht bezahlen können. Keine Rücklagen, gar nichts. Und die andere Wirklichkeit ist auch so krass, dass ich sie mir nicht vorstellen kann. Nämlich erlebe gerade Gott auf eine Art und Weise, wie ich ihn noch nie erlebt hatte. Dass Gott so da ist und so real ist und so spürbar ist. Und ich denke, das ist manchmal, also es war super herausfordernd. Nicht nur, weil so viel Scheiße passiert ist, sondern auch, weil es so dicht gedrängt war. Und sowohl als auch. Also so abgrundtief und gleichzeitig auch wieder so, hä, was passiert hier gerade? Das war schon eine sehr spezielle Zeit. Ich war froh, mein Bruder hat sich in der Zeit und meine Tante, die haben sich in der Zeit sehr um meinen Vater gekümmert, weil ich da keine Kapazität hatte. Ich war dann nochmal bei meinem Vater, von ihm auch nochmal Abschied genommen, auch nicht in dem Sinn so, danke für alles, sondern war auch ein bisschen schräge Umstände. Und dann ist er auch gestorben. Und jetzt standst du ja dann mit 4 relativ kleinen Kindern, noch da, alleinerziehender Vater, auch keine Eltern, die jetzt helfen können, deine Frau nicht mehr da. Das hat doch das Leben total auf den Kopf gestellt, oder?
Und auch, ich stelle mir auch vor, war überhaupt noch Zeit zum Trauern? Das sind jetzt eigentlich zwei Fragen in einer. Ja, es hat es auf den Kopf gestellt. Eins der Kinder fragt ja auch an der Abschiedsfeier oder drumherum, Papa, wer ist denn jetzt bei uns? Auch da wieder diese Sicherheit, diese, wer gibt mir denn Stabilität? Und da wusste ich, mein Job ist jetzt für die Kinder da sein. Ich wusste nicht, wie das gehen soll, weil Kohle. Ja. Und das war für mich auch sehr beeindruckend. Ich habe in der Zeit Geld geschenkt bekommen und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Also ich habe es nie genau gerechnet, aber Minimum 50.000 Euro haben mir Leute einfach geschenkt. Ja, in den Umschlägen, Karten gekriegt auf der Abschiedsfeier, kein Absender, 1.000 Euro drin. Das war nicht nur eine, es waren viele. Weil die Leute gesagt haben, dein Platz ist es bei den Kindern, wir kümmern uns mal ums Geld. Ja. Und das war, ich habe gesagt, ich hätte gern aufs Geld verzichtet, meine Frau behalten, die Option gab es nicht. Aber das war großartig. Und dadurch gab es auch wieder eine Stabilität, dass ich sage, okay, Sorge ums tägliche Brot ist mal weg. Ja, wir hatten Leute, die haben gesagt, wir kochen für euch Mittagessen. Ein Jahr lang. Und haben das ein Jahr lang durchgezogen. Wir hatten ein Jahr lang Mittagessen. Großartig. Tiefgefroren übrigens. Fand ich sehr entlastend, weil dann konnte ich immer entscheiden, will ich selber kochen oder taue ich was auf. Und dann waren noch meine Schwiegereltern, also die Eltern meiner verstorbenen Frau, die haben sich um die Kleineren gekümmert, 2- und 5-Jährige, die waren da auch sehr präsent. Tolle Freunde. Nicht zuletzt auch die Frau, mit der ich jetzt verheiratet bin, die beste Freundin meiner verstorbenen Frau, die dann, wir haben 2,5 Jahre nach dem Tod von Andrea geheiratet, bin jetzt mit Brigitte sehr glücklich. Unser Nachbar sagte immer, die Frau hat sich geopfert, fand ich sehr nett. Ich habe nie gefragt, ob er meint, wegen der Kinder oder wegen mir, war mal offen gelassen. Das ist ein Spruch. Aber ja, großartig. Und wie gesagt, tolle Leute um mich, wo ich sein durfte, die für mich da waren, die mich begleitet haben. Hast du denn dann Zeit zum Trauern? Oder musste das eher so ein bisschen... Was ist Trauer? Also Trauer, ja, heißt... Sag du es mir, du, ja, beschäftigst dich sehr viel mit dem Thema. Also Trauer ist ja nicht, ich sitze irgendwo im einsamen Kämmerlein und heul vor mich hin, sondern Trauer heißt der Leben bewältigen. Trauer heißt der wieder zurück ins Leben finden. Trauer heißt der irgendwie wieder eine Spur zu finden, wo ich mich einigermaßen sicher fühle. Trauer heißt ja Freiraum erleben, sein dürfen und so weiter. Und dann schlussendlich, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, und das erlebe ich bei ganz vielen Trauernden, Trauer heißt heute leben. Gestern ist vorbei, morgen, keine Ahnung, kann sich dramatisch ändern innerhalb kürzester Zeit. Heute gilt's. Und heute, und ich sage den Trauernden auch immer, die Kraft muss nur bis heute Abend reichen. Was übermorgen ist, spielt im Moment keine Rolle. Also guck mal heute, was kannst du heute? Und am Anfang war es für mich ein Telefonat und ich war geliefert. Schweißgebadet und durch. Ja. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit zum Glück entspannt. Und dann geht es Stück für Stück durch den Nebel zu wabern und sich immer wieder mal eine blutige Nase zu holen, zu stolpern und zu gucken, wo geht es denn jetzt weiter? Und wo finde ich den Halt und wo kann ich denn wieder andocken? Und auf der Reise bin ich immer noch unterwegs. Was sind eure Erfahrungen mit Trauer? Also ich kenne es von der Trauer her nur so in Bezug auf meine Oma, die gestorben ist. Und da habe ich einfach gedacht, das wird schon irgendwie. Sie ist schon alt. Ich habe meiner Mutter sogar geraten, lass sie ruhig sterben. Aber als ich sie dann gesehen habe da im Grab, das war schon für mich, wo ich einfach nicht... Ich musste darüber weinen, über die Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Das war schon ein sehr, 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 sehr heftiges Erlebnis für mich. Ja, das ist so. Ich glaube, dass Trauer muss nicht immer was mit dem Tod zu tun haben. Als meine Mutter vor mir stand mit 2 Koffern und sagte, ich ging jetzt, das war für mich wahrscheinlich die zweitschwierigste Trauer. Als meine Großmutter gestorben ist, der einzige Mensch, von dem ich jemals ein liebes Wort gehört habe, das war schon sehr heftig. Aber was mich an deiner Geschichte beeindruckt, ist letztendlich, dass du bist nicht so abgestumpft wie die meisten Christen, die sagen, ja, Gott hat das alles gemacht, sondern du bist ehrlich, du bist authentisch und man merkt, das ist dir, du gehst, das ist auch nicht eine Floskel, über die du redest. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Ja, das Leben geht weiter und die Vergangenheit können wir nicht zurückholen. Die Menschen, die gegangen sind, die müssen wir lieben und im Guten, im Herzen behalten und den Weg weitergehen. Wenn ich mir vorstellen würde, dass in meiner Familie eins meiner Kinder oder meine Frau sterben würde, das wäre für mich unglaublich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Würde für mich alles zusammenbrechen.
Und ich glaube, das, was du erfahren hast, du hast zur richtigen Zeit das bekommen, was du gebraucht hast. Und das dann in dem Moment anzunehmen, das ist die Herausforderung. Ich weiß, als meine Oma gestorben ist, ich bin heulend durch Hamburg gelaufen, dass Leute, wildfremde Leute mich auf der Straße angesprochen haben. Ich war damals 16, was mit mir los sei. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Ich bin stundenlang nur heulend gelaufen. Das war für mich so eine schlimme Erfahrung. Und ich merke heute, gerade wenn bei uns Menschen sterben, die ich dann vielleicht auch beerdige, die hoffnungslos sind, die keinen Glauben nach dem Tod haben, für die ist es vielleicht noch mal viel schwieriger, damit umzugehen, als für jemanden, der sagt, okay, ich habe noch eine andere Heimat. Und da gehe ich hin und da sehe ich vielleicht die meisten, die ich liebe, wieder. Und was du tatsächlich definitiv nicht brauchst, sind schlaue Sprüche. Mhm. Ja? Und schlaue Ratschläge. Also ich habe zum Glück relativ wenig bekommen, aber auch so Sprüche, naja, Gott weiß schon, was er tut, bla bla bla. Lass mich in Ruhe damit. Das hilft auch keinem Mensch. Und einem trauernden Bibelverse zu schicken, der Herr ist dein Hirte, dir wird nichts mangeln, da könnte ich manchmal Entschuldigung kotzen. Ja, weil das ist einfach, das ist lieblos. Das ist, das hat mit Mitleid und Empathie nichts zu tun. Wie wäre es besser? Schreib doch in die Karte rein, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Genau. Dein Stefan. Fertig. Ja? Und dann sei da. Und dann gib dem Geld. Und dann kocht ihm Essen und dann begleitet seine Kinder in den Kindergarten, dann mäht ihm den Rasen, dann wechselt ihm die Winterreifen. Aber versuch nicht, ihm zu erklären, warum derjenige jetzt gestorben ist. Ich bin ganz bei dir, Trauer hat viel mehr Anlässe. Ja, Menschen trauern darum, dass sie keinen Partner, keine Partnerin finden, keine Kinder kriegen, Arbeitsplatz verloren, keinen Job bekommen. Jede Veränderung ist Anlass für Trauer. Umzug ist Anlass für Trauer, Jobwechsel, Eintritt in Ruhestand etc. Sind alles Traueranlässe. Ja. Jetzt als jemand, der es selbst durchgemacht hat, der jetzt heute Seminare hält, als Trauerredner unterwegs und so weiter, glaubst du, dass man sich auf sowas wie Trauer vorbereiten kann? Kann man sich da fit für machen durch irgendwas oder geht das nicht? Also ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, was ich mit meinem Leben mache. Wenn natürlich mein Leben immer nur höher, schneller, weiter ist, ja, und ich mich darüber definiere, was ich alles kann, was ich alles habe, wo ich überall war, wen ich alles kenne. Oh, jetzt sitze ich neben Bernd. Ja, ihr habt das gesehen, ja, ich sitze neben Bernd. Ja. Wow. Ja, also so Quatsch, Entschuldigung, nichts gegen Bernd, aber ja, dann habe ich natürlich ein Problem, wenn so ein Schicksalsschlag kommt. Und dann kriegt das Ganze plötzlich einen Knick. Ja. Aber wenn ich selber einigermaßen sortiert bin und auch schlussendlich einen Sinn für mein Leben habe und einen Halt in meinem Leben habe, dann ist es trotzdem noch schrecklich. Ja? Und wie du sagst, wenn die Frau stirbt, wenn das Kind stirbt, wenn ein wertvoller Mensch geht, warum auch immer, wenn eine Freundschaft zu Ende geht, das ist schlimm. Und da kann ich mich nicht drauf vorbereiten und ich sage, na ja, ist halt nicht so. Dann, da kamen außer Sprüche, ja, dann heiratest halt noch mal, du bist ja noch jung, war ja noch keine 40. Hä? Oder bei, als ich dann Brigitte geheiratet habe, haben die Leute gesagt, jetzt ist ja alles wieder gut. Andrea ist übrigens immer noch tot. Ach so, ja stimmt natürlich. Ja. Also lass doch stecken. Ja. Und aber wenn du dann merkst, okay, ich habe einen Halt, ich bin irgendwie sortiert und ich habe Leute um mich. Und da komme ich immer wieder drauf. Mir wird es immer ganz kalt, wenn ich als Notfallseelsorger in eine Situation komme, wo ich sage, wen hätten sie jetzt gern bei sich? Und die Leute sagen, jetzt habe ich niemand mehr. Ich denke, ach du Scheiße, wie soll das nur gehen? Wie packst du das alleine? Ja, weil ich weiß, wie wichtig dann Menschen rechts und links sind, die mich unterstützen. Vielen Dank für deine Offenheit. Sehr gerne. Und wo wir schon bei Offenheit sind, die braucht jetzt Andreas auch, denn wir reden über ein Thema, über ein Kapitel in deinem Leben, da bist du wahrscheinlich nie besonders stolz drauf. Wir reden über das Thema Spielsucht. Du warst 4 Jahre spielsüchtig. Ja. Was hast du genau gemacht? Was an Automaten gezockt? An Automaten habe ich gezockt, ja. Also ich so diese versucht, aber das... Diese Dinger, wo dann die Zahlen immer laufen. Genau, ja. Immer Münzen reingesteckt und Münzen reingesteckt. Ja, da habe ich richtig Kohle reingesteckt. Also ich muss staunen darüber, was die Vorredner hier so gesagt haben, weil ich erkenne mich da einfach drin wieder. Es ist, meine Frau ist zwar nicht gestorben, aber ich kann so ein bisschen damit mitfühlen, was es heißt, Trauer zu haben, aber auch geliebt zu werden, ne? In meinem Leben war es halt so, dass ich einfach gedacht habe, ich brauche diese Annahme und Anerkennung von den Leuten. Und ich wollte auf jeden Fall auch Sicherheit haben und habe dafür alles gegeben. Ne? Von klein auf habe ich einfach alles getan dafür. Und alles, was ich so in die Hand genommen habe, wurde auch zu Gold, ne, in meinem Leben. Und das hat dazu geführt, dass ich immer mehr wollte. Ne? Weil, wie Bernd jetzt sagte, er kann jemanden einen Zahn vielleicht bezahlen,
Aber die wirkliche Liebe zu bekommen, die bekommst du ja nicht einfach so durch einen Zahnersatz, sag ich mal. Aber es ist eine Geste der Liebe. Und das hat mir nicht gereicht. Ne? Mir hat es nicht gereicht. Ich wollte immer mehr haben. Und das hat mich wirklich irgendwann dahin gebracht, dass ich mit einer verheirateten Frau und damals noch zwei Kindern in die Spielsucht gegangen bin. Ne? Ja, aber jetzt muss man sich ja schon fragen, verzeih mir, wie ich das frage, aber wie doof muss man sein, zu denken, wenn ich da Geld in den Automaten haue, das macht mich jetzt glücklich oder da gewinne ich noch Geld, weil jeder, der klar denkt, weiß, am Ende gehe ich als Verlierer da raus, oder? Ja, keiner geht in die Spielbank, um Geld zu, weil er Geld verlieren will, ne? Alle wollen gewinnen. Und das habe ich auch gedacht, weil ich ja glaubte, dass alles, was ich in die Hände nehme, zu Gold wird, habe ich mir da auch am Anfang, hat das super geklappt. Den ersten Monat habe ich nur Geld gewonnen. Ne? Irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, wieso gehst du noch arbeiten? Ne? Mhm. Aber dann war ich in diesem Prozess, dass auf einmal das Geld auf einmal nicht mehr kommt. Ne? Du hast nicht mehr gewonnen, also musstest du dir das Geld, was du verloren hast, wiederholen. Ne? Und so bin ich, wenn ich Geld gewonnen habe, habe ich gedacht, okay, der Automat ist offen, so sagte man im Spieljargon. Und da musst du dir jetzt noch mehr holen, weil die Gier danach einfach immer dich weiter angetrieben hat, noch mehr Automaten zu befüllen. Weil wenn du Geld verloren hast, dann hast du gedacht, okay, das macht ein ungutes Gefühl, also das musst du dir wiederholen, indem du wieder Geld von der Bankkarte holst und wieder da reinwirfst, ne, und um zu gewinnen. Das war so mein Teufelskreis, in dem ich voll wie so in einem Hamsterrad rumlief. So auf dem Höhepunkt dieser Spielsucht, wie habe ich mir so einen Tag vorzustellen, wenn du zocken gegangen bist? Ja, ich bin mit 20 Cent zum Spielautomaten gefahren, aber auch mit 2000 Euro im Portemonnaie. Und ich habe mich dort einfach in die Mitte des Raumes gestellt, obwohl man zwei Automaten nur maximal bedienen darf, habe ich alle sechs Automaten in dem Raum bedient und der Kassiererin einfach 50 Euro geben, damit sie die Leute einfach alle rausschickt. Und dieser Moment, wo diese Automaten alle so runterliefen und entweder Glück, Adrenalin pur, stand ich da und da dachte ich, war der König der Welt. Ne? Ja, und ich habe in diesem Moment völlig ausgeblendet, dass meine Frau zu Hause sich um die Kinder kümmert, dass sie wirklich manchmal die Pfandflaschen zu Hause zusammengesammelt hat, um den Kindern Aufschnitt zu kaufen. Und das Ganze habe ich natürlich durch ideale, perfekte Lügen zu einem Gerüst aufgebaut. Wie lange warst du dann so in so einer Spielhölle? Bis die Kohle weg war oder bis ich zur Arbeit musste. Also ich habe immer meine Frau angelogen, dass ich früher zur Arbeit muss, ne, oder länger arbeiten musste oder mal eine Extraschicht planen musste. Dann habe ich ihr eine Telefonnummer von einem Telefon in der Halle gegeben, wo niemand dran geht, und habe somit quasi meine Spielsucht dadurch unterbaut. Ich habe alles dafür getan, dass es klappt. Ne? Ja. Und da sind wir echt wirklich gute Spezialisten drin. So. Wie viel hast du da so verzockt? Ja, in 4 Jahren habe ich so Minimum 70.000 Euro verzockt. Ja. Also jetzt nehme ich mal an, du hast jetzt keinen Job gehabt, wo man das mal eben so aus der Portokasse dann bezahlen konnte. Sein Hobby, Spielsucht. Ja? Das heißt, das muss doch deine Frau irgendwie gemerkt haben, dass das Geld vorne und hinten fehlt. Wenn du sagst, sie musste die Pfandflaschen wegbringen, um mal Aufschnitt kaufen zu können. Mhm. Hat die nichts gemerkt? Ja, sie hatten natürlich die Frage gestellt, wieso sind wir auf einmal im Minus? Und dann habe ich einfach die Lügen, die kamen so aus mir rausgesprudelt. Ne? Ich habe das Auto reparieren lassen und musste die Rechnung bezahlen. Aber das habe ich schwarz gemacht, weil mit Rechnung würde es viel teurer sein. Und so habe ich Lügen verbreitet, habe gesagt, dass wir Verbesserungsvorschläge auf der Arbeit geschrieben haben. Die wurden auch finanziert. Und dann musste ich davon die Hälfte meinem Kollegen abgeben. So habe ich dann 1.000, 2.000 Euro im Monat irgendwie verzockt. Und habe sie meinem Kollegen gegeben, aber in der Spielhalle reingeworfen. Ne? Ja. Sonntags vormittags bist du nicht zocken gegangen? Ne? Nee, sonntags vormittags war ich in der Kirche. Weil sonntags vormittags bin ich dahin gegangen, so wie von klein auf ich immer schon von meinen Eltern dahin geschleppt wurde. Ne? War ich sonntags morgens in der Kirche, weil ich wollte ja den guten Schein, die Anerkennung der Leute wahren. Und somit war ich so ein richtig guter Heuchler, so ein Pfeilseher halt, ne? Wie man so sagt, so schön. Ja. Warst du der Einzige in der Kirche, der da heuchelnd saß, oder glaubst du, da gab es noch mehr? Ich kann nicht für andere sprechen. Aber das sagt dir keiner freiwillig. Also, was ich sehr gut konnte, war immer so freundlich lächeln und den Leuten sagen, wenn sie mich gefragt haben, wie es mir geht, ja, ich muss ganz viel arbeiten und es geht, so lala, oder
Wir haben ja alle Stress und wir haben alle unsere Sünden und so weiter. Das war so die Metapher, mit der ich mich so immer rausgedrängt habe. Aber wenn der Gemeindeleiter mich gefragt hat, ob ich nicht mal Unkraut jäten will auf dem Parkplatz, dann habe ich sogar angeboten, einen Kuchen mitzubringen. Ne? Weil das gab ja mir schön die Anerkennung von den Leuten. Und somit habe ich dann den Kuchen auch mitgebracht. Aber sobald der dann so verspeist wurde, habe ich dann wieder den Platz geräumt, in dem ich meine Anerkennung zwar da abgeholt habe, aber wieder weiter musste. Aber hast du nicht mal drüber nachgedacht, ach, vielleicht kann ich ja doch irgendwie der Pastor oder jemand anders sowas wie beichten oder mal so ein seelsorgerliches Gespräch, mal mit jemandem darüber reden? Mhm. Oder hast du selber gar nicht kapiert, dass du ein Problem hast? Mhm. Am Anfang war es so, wo ich mir bewusst wurde, oh, du hast jetzt ganz viel Geld verloren, aber ich habe vorher einen ganzen Monat lang gezockt. Und das wollte ich meiner Frau sagen. Und dachte ich, nee, was wird sie von mir denken? Was werden die Leute denken? Weil ich war ja der perfekte Christ, der weiß, was richtig ist. Der geht sonntags in die Kirche und lebt sein Leben, Otto-Normalverbraucher. Aber das jemandem zu sagen, das konnte ich gar nicht, weil das würde mich komplett ins schlechte Licht darstellen. Und das wollte ich auf keinen Fall. Aber das ging dann so weit, dass du irgendwann so die Idee im Kopf hattest, vielleicht gibt es einen anderen Ausweg. Ja, ich habe sehr viele Wege versucht. Ich habe mal angefangen, irgendwann darüber nachzudenken, wie kann ich denn das Problem lösen, dass ich spielsüchtig bin. Und da hat wunderbar geklappt, dass ich mir einfach eine Wodkaflasche reingekippt habe. Und dann war Ruhe. Ne? Dann war das Problem gelöst. Aber leider nur für 4 Stunden, weil dann hört so ein Alkoholpegel auf und die Sorgen werden umso größer. Ne? Und so habe ich mich selber immer wieder betrogen, indem ich gute Dinge gemacht habe. Ich habe versucht, meine Kontokärtchen wegzuwerfen. Ich habe das oft ins Feuer geworfen. Einmal hat es meine Frau gesehen, sagt sie, was hast du da gemacht? Ich sage, ach, da war eine falsche Karte, die ich reingeworfen habe. Immer war automatisch die Lüge parat. Ne? Und dann habe ich natürlich auch was Christliches versucht zu tun, indem ich auf Baueinsätze gefahren bin, nach Sibirien oder nach Tadschikistan, haben wir ein Kinderheim gebaut. Und in dieser Zeit, wo ich dort war, war alles wunderbar. Es hat alles wunderbar funktioniert. Ich war der Vorzeigechrist, aber an dem Tag, an dem ich nach Hause kam, war ich wieder sofort im Casino. Und dann hast du es deiner Frau doch irgendwann gesagt. Ja, irgendwann. Wie kam denn das? Ja, wenn man die Kinder auf dem Beifahrersitz anschnallt, wenn man auch betrunken fährt. Ich habe getrunken und bin gefahren und habe einfach meine Kinder auf dem Beifahrersitz angeschnallt, damit. Weil ich einfach glaubte, dass der Polizist, der wird mich nicht pusten lassen, weil welcher Vater kann so bekloppt sein, seine Kinder auf dem Beifahrersitz anzuschnallen. Und habe ihnen immer gesagt, guck mal die Rehe da hinten im Wald. Und die haben irgendwann zu meiner Frau gesagt, wo sind denn die Rehe? Aber ich habe mir immer die Flachmänner reingeworfen in der Zeit, wo sie weggeguckt haben. Ne? Und wenn du darüber nachdenkst, dass zwei meiner Töchter in dieser Spielzeit, also meine Frau geboren hat und ich diese neuen Kinder in der Hand hielt und ich kannte ja noch Gott, ne? Und ich einfach gesagt habe, Gott, ich habe es nicht verdient, dieses Kind in der Hand zu halten, dass du es mir schenkst, es ist gesund, ich habe es nicht verdient. Und es hat mich so wahnsinnig schlecht gemacht vor mir selber, ich habe mich so schlecht gefühlt, aber ich habe das Kind wieder ihr gegeben und bin ins Casino gefahren. Ich war besoffen bei der Geburt meiner Töchter, aber es hat keiner gemerkt, ich konnte es so gut verheimlichen, weil ich war einfach der beste Schauspieler, den man sich so vorstellen kann. Aber konntest du dich selber noch leiden? Ich habe mich so sehr gehasst dafür, dass ich meinen Kindern das antue. Weil du siehst dir das an, wie deine Frau im Winter mit der Wodkaflasche die Füße einreibt, so die Hausmütterchen-Rezepte. Und du hast da Wasser drin, weil die Wodka hast du weggekippt. Und sie hat den Wodka gekauft, um Füße einzureiben, falls sie mal so gefroren waren. Und dann siehst du das, wie deine Frau die Füße der Kinder mit Wasser einreibt. Und deine Kinder leiden da, ne? Und wenn du das dann siehst, dann denkst du dir, du bist der allerschlimmste Mensch auf diesem Planeten. Du hast es nicht verdient, überhaupt mit diesen Kindern zu leben. Und wenn meine Kinder, eines Tages waren sie fast erstickt in meinem Auto, weil ich im Casino besoffen stand und dort mein Geld reingeworfen habe. Und dann kam ich raus und habe die gesehen, voll verschwitzt im Auto sitzen und haben mich angeguckt. Und dieses Bild, das werde ich niemals vergessen in meinem Leben, dass ich dort meine Kinder einfach das Fenster aufgekurbelt habe ein bisschen und die Tür zugeknallt, weil ich da 500 Euro gewonnen habe im Casino. Und diese Situationen, die bringen einen wirklich in den Moment, dass du sagst, es gibt nur noch einen Ausweg. Weil wenn es einen Himmel und eine Hölle gibt, dann kommst du sowas von in die Hölle. Da unten in der Hölle, da ist schon dein Platz,
mit deinem Namensschild, diese LKW-Namensschilder, die so immer vorne so drin liegen. Da ist schon so ein Schild, das habe ich mir schon alles vorgestellt, da ist so auf deinem Platz, Andreas, hier kommst du hin. Und das hat mich wirklich dazu getrieben, dass ich sagte, ich glaube, das ist der einzige Ausweg. Mach Schadensbegrenzung, tu das deiner Frau und deinen Kindern nicht an, fahr einfach gegen einen Baum, es ist alles vorbei, du hast eh nur die Hölle verdient, den Himmel versuchst du dir durch gute Taten, durch gute Werke zu verdienen, es funktioniert nicht, deswegen geh einfach und lass die Leute ihr Leben leben. In 5 Jahren wird meine Frau wieder irgendeinen anderen Mann heiraten, so glaubte ich, ne? Und vielleicht ist es auch kein guter Mensch, aber so ein schlechter Mensch wie ich kann es nicht sein. Aber das hast du ja dann nicht gemacht, sondern hast es tatsächlich deiner Frau irgendwann erzählt. Ja. An dem Tag, wo ich mir das Leben nehmen wollte, dann war das wie autonomes Fahren. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich wollte gegen einen Baum brettern, bin aber nach Hause gekommen, habe mich in mein Bett gelegt und dort kam dann mein Sohn. Der war mein zweitältester Sohn. Der war damals 4 Jahre alt, hat sich neben mich gelegt und hat mich von 1 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens angestarrt. Und der hat nachts solche Teddybärenaugen, wenn er guckt. Und ich guckte immer zu ihm rüber und sagte, ich habe mich so schlecht, ich sag, als ob Gott mich durch diese Augen anguckt. Und das hat mich wirklich dazu geführt, ich war am Kämpfen mit mir selber. Was sagst du jetzt? Sagst du, dass die ganze Kohle, die du verzockt hast, ein Freund ist gestorben und die Eltern haben nach Geld gefragt. Irgendwelche Lügen, die waren alle wie so ein Film griffbereit. Ne? Da habe ich meiner Frau auf die Schulter getippt und habe gesagt, okay, wenn sie wach ist, dann erzähle ich ihr alles. Und das wird bestimmt die Lösung sein. Ne? Mhm. Und dann war sie wach. Ich sage, hör mal, mir geht's total beschissen. Sagt sie, ja, okay, komm, wir gehen runter. Und dann sind wir runtergegangen. Also wir sind in der oberen Etage, sind wir nach unten gegangen, ins Erdgeschoss. Und dort habe ich angefangen zu schreien. Ich bin zusammengebrochen und ich habe ihr erzählt, dass sie wirklich mit jemandem, der spielsüchtig ist, alkoholsüchtig, all diese ganzen Dinge, ich habe geraucht wie ein Schlot, ich habe alles getan, Pornografie, alles konsumiert, alles war eine Sünde hat die andere mit sich gezogen. Ne? Und dort habe ich einfach zu ihr gesagt, ich bin der und der Mensch, ich habe alles auf den Tisch gelegt. Und sie stand da und war total geschockt in der Tür, stand sie da und ich merke, das ist nicht die Lösung. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, wenn es Gott doch gibt, dann werde ich jetzt vor ihm, so wie du sagst, kapitulieren. Mhm. Und dann bin ich auf die Knie gefallen und habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt und wenn du mit diesem Häufchen Elend an Leben noch was anfangen kannst, was ich eben wegwerfen wollte, dann will ich es dir komplett weihen. Und ich will dein Kind sein, ich will für dich leben. Und ich wusste in diesem Moment, als ob mir einer 3 Rucksäcke von meinem Rücken reißt, mein Leben wurde gerade übernommen. Ich habe ein neues Leben bekommen, eine neue Gesinnung. Ja. Schön. Wie oft bist du danach noch zocken gegangen? Kein Mal mehr. Ich bin nie wieder ins Casino gegangen, ja, um dort Geld zu verzocken, muss ich sagen. Ich bin ins Casino gegangen, um mit dem Casinobetreiber zu sprechen, um mit ihm über das Evangelium zu sprechen. Und da kann ich mich an eine Situation erinnern, also wo ich bei ihm war. Da bin ich reingekommen und habe die ganzen Kameras, die dort im Casino waren, die waren alle abgeklebt, weil es so ein Schwarzcasino war. Und das erste Mal, wo ich im Casino war, habe ich auch die Kameras gesehen. Und als ich damals in Stuttgarter Raum die Casinos das erste Mal besucht habe, habe ich gedacht, das wird niemals bis in meine Heimatstadt kommen, dass ich hier mal gezockt habe. Ne? Und als ich jetzt das letzte Mal dort war, also bei einem Freund, der ein Casino betreibt, dort habe ich auch die Kameras gesehen und die waren alle abgeklappt. Alle zugeklappt und ich wusste ganz genau, eine Kamera ist immer online. Gott sieht mich, egal wo ich bin. Und das hat mich einfach so erfüllt. Meine Frau hat mit den Kindern zu Hause einfach für uns gebetet, für das Gespräch. Und früher bin ich immer zitternd an Casinos vorbeigegangen, wenn ich kein Geld hatte. Aber das ist alles weg. Ja. Gott hat es mir einfach weggenommen. Letzte Frage, was würdest du sagen, was war für dich der Schlüssel, dass du es hinter dir lassen konntest, dass du wirklich aufhören konntest? Ja, wie Stefan sagte, die wirkliche Kapitulation vor Gott, dass man sagt, Gott, ich kann nicht mehr. Das Leben selber zu schaffen, selber nach Liebe und Annahme zu suchen bei den Menschen, das kann mir keiner in der Fülle und Form geben wie Gott allein. Und durch Jesus Christus, wie er für meine Sünden, weil ich das verstanden habe, dass er gestorben ist für meine Schuld, das ist meine neue Droge. Ich liebe es, völlig mich für diesen
Menschen hinzugeben, weil er mich zuerst geliebt hat. Ne? Er hat, dieser Gott hat seinen Sohn für mich hingegeben und das ist so eine Liebe, so eine Annahme, das ist so wunderbar, dass ich gesagt habe, okay Herr, du hast mich befreit, daraufhin will ich mein ganzes Leben dir zur Verfügung stellen und somit zeige ich ihm meine Liebe. Wir zwei gelernte Pastoren, aber die Schlusspredigt kam von einem Mann, der ist Walzer von Beruf. Den können wir nur noch Amen sagen. Ja, ich bin so ein bisschen Evangelist und sind auf der Straße unterwegs, machen halt Evangelisationsarbeit mit der Ruhrpott-Mission ja. Schön, vielen Dank. Ihr wart echt alle brutal ehrlich, brutal offen. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, dass euch das zu Hause auch inspiriert hat, ins Nachdenken gebracht hat. Ich hoffe, dass ihr von unseren Sendungen profitieren könnt. Nächste Woche würden wir weiter damit machen. Das wäre unser Angebot. Dann sitzen hier wieder drei Menschen, die auch sehr offen von sich und von dem, was sie bewegt, erzählen werden. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder im Talkwerk. Und ansonsten schaut euch doch in der ERF Yes Welt um. Da gibt es noch ganz viel zu entdecken. Bis dahin, macht's gut. Ciao.